Hey, wir sind Vicky und Cleo von Vanilla Ice Dream und zusammen mit Peter und Dennis bauen wir gerade einen Opel Vivaro nachhaltig zu einem Camper aus. Cinnamon, fast fertig, 98,5%. Ich habe euch gefragt auf Instagram und YouTube, ob ihr Fragen habt zum Ausbau und die beantworten wir heute. Wenn euch der Ausbau genauso gut gefällt wie uns, dann setzt doch gerne mal einen Daumen hoch unter das Video. Die erste Frage ist von Schlane Van und sie fragt, wie lange habt ihr eigentlich wirklich gebraucht für den Ausbau? Das Projekt hieß 30 Tage Busausbau. Das haben wir nicht ganz geschafft. Ich habe die Tage zählen können anhand der Videos und da sind wir jetzt, glaube ich, bei Tag 36 gelandet. Also 30 Tage haben wir nicht geschafft. Aber gezogen haben sich diese 30 Tage über... Im Großen und Ganzen haben sich die 36 Tage über 3 Monate gezogen. Die nächste Frage ist von Bellocamp und er fragt, was hättet ihr im Nachhinein anders gemacht beim Ausbau? Eben genau die Zeitplanung. Eine andere Jahreszeit. Oh ja. Also im Winter ausbauen ist echt nicht cool. Wir haben halt unterschätzt, dass wir eigentlich noch ein Privatleben haben, zum Teil arbeiten müssen, dass wir... ganz viel auf Teile gewartet haben, die wir bestellt haben. Wir haben unglaublich viel Zeit damit verbracht, auf Sachen zu warten. Also. Und wir haben halt auch, ganz ehrlich, überhaupt keine Pausetage eingeplant. Und ich war manchmal einfach fix und fertig und ich konnte nicht mehr. Ja, und eben schnell mal im Baumarkt. Das war ja auch nicht. Man musste alles planen, gucken, was man braucht, dann vorbestellen. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen unterschätzt, wie das dann auch wirklich schlaucht, wenn man den ganzen Tag in der 8 Stunden, 10 Stunden in der Kälte arbeitet. Plus, was ja da oben drauf kommt, man denkt, ach, nur noch schnell das hier und dann dauert das einfach viel länger. Oder man will eine Sache bauen und merkt, da stimmt was nicht und dann muss man, also man plant vielleicht einen Tag dafür ein, am Ende braucht man 3 dafür. Also man braucht für alles einfach immer 3-mal mehr, als man denkt. Also nächste Frage ist, sie fragt, was sind die Daten des Basisfahrzeugs? Wir haben ein Opel Vivaro hier, L2H1. Baujahr ist 2016, ist ein 1,6 Liter. Dieselmotor. Ja, 130 PS. Ja, genau, so 120.000 Kilometer. Also, die nächste Frage ist von Trevor und er fragt, ist der Transporter 1,6 Euro? Nein, es ist 1,5 Euro Motor. Also, die nächste Frage ist von Chrissy und sie fragt, hast du Tipps und Tricks für den Ausbau im Winter? Tu es nicht! Diese Frage kam häufiger. Einige andere haben auch gefragt, ob wir nochmal im Winter bauen würden. Wir haben alle echt hart gekämpft mit dem Winterausbau, weil es war zwischenzeitlich richtig, richtig kalt. Ich glaube, das Kälteste war tatsächlich minus 4 Grad. Ne? Mhm. Ist schon eine richtig krasse Herausforderung. Also wenn man es sich nicht unbedingt antun muss, würde ich es einem nicht wirklich weiterempfehlen. Tipps und Tricks. Eine Halle, eine beheizte, das wäre super, aber find mal sowas. Also wir haben ja gesucht und gesucht, aber es gab einfach nichts. Und auch bei uns die Garage, wo wir dann nachher waren, die ist auch unbeheizt. Es ist einfach scheiße kalt. Man friert, man zieht sich super dick an und ist dann total unbeweglich. Ja, die Motivation ist auch irgendwann im Arsch. Also, ja, lange Tage sind dann auch echt hart. Das Problem ist, ich mache einen Winterausbau auch bei Stracciatella. Komme ich nicht drum rum. Ich will da auch endlich mal fertig werden. Aber da ist der Vorteil, das ist ein Van mit Stehhöhe und der ist ja relativ groß. Das heißt, ich kann vielleicht auch mal innen drinne was zusammenbauen oder auch mal was lagern oder keine Ahnung. Also Standheizung laufen lassen und dann da drin arbeiten. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser wird. Das würde aber bedeuten, ich brauche natürlich vorher eine Standheizung und ich muss eine Außensteckdose haben oder irgendwie die Möglichkeit, meine Batterie, die die Standheizung zum Laufen bringt, aufzuladen. Aber ansonsten, also beheizte Hallen zu finden, ich höre es von allen Seiten, es ist unglaublich schwer. Überhaupt eine Halle zu finden, ist schon unglaublich schwer. Und sonst, was gibt es außer dick anzuziehen für Tipps, die wir geben können? Warme Getränke, dicke Stricksocken von Omi. Ja, aber wir haben alles ja gut. Auch versucht mit dieser Dieselheizung, mein Vater hat eine Dieselheizung gebracht, aber die hat top. So widerwärtig gestunken. Aber war auf diese Baustelle hier nicht möglich. Auf diese Baustelle war. Also nächste Frage ist von Jenny. Würdet ihr euch wieder für die gleiche Dämmung entscheiden?
Von meiner Seite aus ein ganz einfaches Ja. Von meiner Seite auch. Ich werde genau die gleiche Dämmung, genau den gleichen Aufbau auch bei Stracciatella machen. Das war sowieso von Anfang an der Plan. Also nächste Frage ist von Clara. Wie gut ist die Dämmung mit Kork und Jutewolle? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie gut sie ist, wie viel besser und schlechter sie ist im Vergleich zu Armaflex oder ähnlichen. Aber Armaflex 2 cm haben, glaube ich, die meisten. Jute 6 cm. Menschenverstand. Gibt es die Jute auch in verschiedenen Stärken? Jute kannst du in verschiedenen Stärken kaufen. Jute ist auch nichts, was wir uns ausgedacht haben. Jute gibt es im Hausbau. Das wird ganz oft für den Dachstuhl verwendet oder so. Es ist einfach eine ganz normale Dämmung, die man auch im Hausbau verwendet. Für Kork das Gleiche. Dadurch, dass das mit den natürlichen Dämmmaterialien erst im Kommen ist, gibt es natürlich noch keine wissenschaftlichen Belege. Aber es gibt noch keine Langzeittests. Man kann es nicht so gut sagen, aber 6 cm Dämmung ist sehr viel stärker als das, was die meisten in ihren Vans haben. Man darf nie vergessen, es ist und bleibt ein Van. Es ist kein Haus. Ich habe irgendwie das Gefühl, viele Leute ballern so Dämmung und machen so viel hin und her mit ihren Busausbauten und vergessen, dass es einfach ein Van bleibt. Also es ist auch einfach nicht mit dem Haus zu vergleichen. Ich glaube, Haus und Dachstuhl hat man mittlerweile 300er Dämmung. Ja, ja. Ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass der Van hier übergedämmt ist mit den 6 cm. Die Leute werden damit nicht in die Alpen fahren und 2 Wochen Skiwochenende machen. Also ja, aber du 2 Wochen Skiwochenende. Weiß aber also ich würde es jetzt auch den Leuten nicht unbedingt empfehlen, dass sie 6 cm nehmen sollen. Ich denke, es würde auch weniger reichen. 3 oder 4 würden auch vollkommen in Ordnung sein. Hier war es ja auch möglich, durch die Holme, dass die so weit rausgeguckt haben, dass wir das gut auffüllen konnten. Genau. Die nächste Frage kommt von Basti. Warum muss die... Dann meinst du, wenn er gar nicht Basti genannt wird, sondern Seppel oder so. Also nächste Frage ist von Sebastian. Warum muss die Verkleidung bei der natürlichen Dämmung halb offen sein, beziehungsweise was würde passieren, wenn die Verkleidung durchgehend wäre? Natürliche Dämmung nimmt Feuchtigkeit auf aus der Raumluft und gibt sie wieder ab. Der Gedanke war, wenn wir die Verkleidung offen lassen, ja, kann mehr Feuchtigkeit eindringen, aber die Dämmung kann auch gut wieder abtrocknen. Wir hatten so ein bisschen Bedenken, eine geschlossene Verkleidung zu machen. Viele Leute reden von Dampfsperren im Bus. Ich halte da persönlich gar nichts von, weil es gibt so viele Ecken und Kanten, wo dann am Ende doch Feuchtigkeit durchkommt. Und der schlimmste Fall wäre dann, dass die Feuchtigkeit da reinkriechen kann, aber nicht mehr raus kann. Das heißt, dass man einfach eine nasse Dämmung hat und das wollten wir hier einfach verhindern. Ich denke, es ist auch möglich, eine geschlossene Verkleidung zu machen und dann zum Beispiel in Bereichen hinterm Bett, hinter den Schränken offen zu lassen. Eventuell auch in der Verkleidung an Stellen, wo die einfach nicht so sichtbar sind, vielleicht nochmal Bohrungen zu machen, dass dort einfach die Luft hinter der Verkleidung an der Dämmung zirkulieren kann. Im Hausbau werden natürliche Dämmungen immer in einer diffusionsoffenen Bauweise benutzt. Das heißt, Feuchtigkeit, die im Innenraum entsteht, geht durch den Wandaufbau durch nach außen. Im Bus können wir das nicht machen, weil unsere Außenhaut nicht diffusionsoffen ist. Sprich, da geht Feuchtigkeit nicht durch, das ist Metall. Deswegen war unsere Entscheidung, die Verkleidung möglichst offen zu lassen, damit die Dämmung, falls sie Feuchtigkeit zieht, nach innen wieder abtrocknen kann. Den nächsten Nutzern vom Fahrzeug werden wir auf jeden Fall empfehlen, gerade bei kalten Temperaturen viel zu lüften und zu heizen, denn das ist das A und O und super wichtig, nicht nur, wenn man natürliche Dämmmaterialien benutzt. Nächste Frage ist von Woki und er sagt, könnt ihr bitte nochmal auf die anderen natürlichen Baustoffe eingehen und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt? Sobald ich mit dem Ausbau von Stracciatella fertig bin, also diese ganze Ausbausache für mich erstmal geregelt ist, habe ich vor, eine Serie zu machen zu natürlicher Dämmung. Ich habe schon eine ganze Menge Interviewpartner gesammelt, die verschiedene Baustoffe benutzt haben, um ihren Van zu dämmen. Und die möchte ich interviewen, ihre Erfahrungen hören zum Ausbau, ihre Erfahrungen zur Nutzung und ihre ganzen Gedanken dahinter. Was mich sehr stört, ist, dass es kaum Informationen gibt zu natürlicher Dämmung im Busausbau. Ich freue mich deswegen echt mega auf die Serie. Dann habt ihr nämlich was davon und wir können von den Leuten lernen. Es gibt sie. Es gibt die Leute, die natürliche Dämmung im Busausbau verwendet haben. Aber nicht alle davon sind natürlich so solche Rampensäue und haben einen eigenen YouTube-Kanal und informieren alle darüber, sondern die machen es einfach für sich und reisen dann mit dem Bus, so wie 99% der Vanlifer. Ich schnappe mir aber genau diese Leute und möchte sie eben interviewen, damit auch du von deren Wissen profitieren kannst.
Also die nächste Frage kommt von Fabian. Wie habt ihr das mit der Drehkonsole beim TÜV durchgebracht? War es ohne Probleme möglich? Wir waren noch nicht beim TÜV. Donnerstag ist der Termin. Und sobald das alles durch ist, wird es ein separates Video zum Einbau einer Doppeldrehsitzkonsole im Vivaro oder Trafic geben. Denn für das neue Modell gibt es bisher noch keine Doppeldrehsitzkonsole. Wie wir das aber wirklich möglich gemacht haben, zeige ich euch nach dem TÜV. Ich will euch nichts Falsches erzählen. Kleines Update. Wir waren mittlerweile beim TÜV und haben schlechte Neuigkeiten. Die Drehkonsole für den Doppelsitz im Vivaro bzw. Trafic ist nicht in Deutschland zulässig. Es gibt kein Gutachten und keine Papiere, die in Deutschland anerkannt werden. Vielleicht hast du Glück und findest einen TÜV-Prüfer, der das nicht merkt. Aber unser Prüfer hat sich wirklich Mühe gegeben, aber keine Möglichkeit gefunden, diese Drehkonsole zuzulassen. Also nächste Frage ist von Flix. Habt ihr einen Gas- oder einen Stromkühlschrank? Nein, wir... Nein? Oder? Wir haben gar nichts. Flix. Grün oder blau? Nein! Wir haben einen Stromkühlschrank, der mit 12 Volt betrieben wird. Also ganz simpel. Die nächste Frage ist von Lothar. Wo habt ihr die Standheizung eingebaut? Ja, wir haben die selber eingebaut und wir haben das bei Freunden in der Halle gemacht. Also ich glaube, Lothar meint eher den Platz im Auto mit der Frage wo. Wir wissen nicht, was Lothar wäre. Also gehen wir mal davon aus, dass Lothar damit meint, wo im Auto die Standheizung platziert ist. Das wäre dann quasi unter Peter. Da ist nämlich die Standheizung verbaut und die ganze Elektrik, unter anderem auch die zweite Batterie. Vielleicht ist jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, wir haben ja den ganzen Ausbau gefilmt. Es gibt ganz viele Videos, die diesem vorangehen und ich werde in der Videobeschreibung einfach mal eine Liste machen. Ich werde mal dazu schreiben, was in welchem Video zu sehen ist. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen durchklicken. Nächste Frage ist von T aus B. Kommt eine Toilette und Solar mit rein? Ja, wir haben eine Trockentrenntoilette hier im Bus. Der Wagen ist vorbereitet für Solar, aber es gibt keine Solarpaneele auf dem Dach. Richtig. Weil... Warum haben wir einen kleinen Van gewählt? Vielleicht ist das auch eine wichtige... Hat niemand gefragt, aber haben mich die Leute anfangs gefragt, warum hast du keinen Van mit Stehhöhe ausgesucht? Vans mit Stehhöhe haben definitiv ihre Vorteile. Ich will das gar nicht verleugnen oder wie man das sagt. Aber der Vorteil von so einem kleinen Van ist, also ich, wen sehe ich hier drin? Ich sehe hier drin Nutzer, die vielleicht in der Stadt wohnen, die 2-3 Wochen frei haben im Jahr, also am Stück meine ich, und die wollen dann nach Spanien fahren. Die wollen nicht mit 80, mit einem fetten Gepäckträger auf dem Dach, der die ganze Zeit macht. Die wollen einfach... Wie macht der? Die wollen schnell von Deutschland nach Spanien kommen. Und dieser kleine Van fährt schneller als ein großer. Die ganzen Leute mit ihren fetten Ducatos, die mir jetzt sagen, ich kann auch 150 fahren. Ja, du kannst 150 fahren, aber wirst du selten tun. Weil es einfach ein schweres Auto ist. Das hier ist ein ganz leichter Flitzer und ein Dachträger auf dem Dach oder auch Solarpaneele auf dem Dach würden einen entweder, ja jetzt nicht aufhalten natürlich, man kann immer noch so schnell fahren, aber die Windgeräusche sind sehr viel höher und wenn es so laut ist im Auto, dann fährst du einfach automatisch langsamer, weil du denkst, oh Gott, nicht, dass mir das Zeug runterfällt. Und das ist für mich ein Grund gewesen, hier eher nichts aufs Dach zu tun. Es gibt eine Solarvorbereitung, das heißt, man kann so eine Solartasche dann rauslegen, dann kann man den Van auch noch im Schatten parken und die Solartasche draußen in die Sonne legen. Das finde ich für so einen kleinen Van viel sinnvoller. Also nächste Frage ist von Ricky und sie fragt uns, was wir dazu denken, ob es auch möglich ist, mit zwei Leuten in so einem kleinen Van länger zu reisen oder auch Vollzeit darin zu leben. Und ich glaube, ich hätte ganz gute Erfahrung bis jetzt mit. Ja, ich habe 2,5 Jahre in einem VW T5 gelebt, der hatte ziemlich ähnliche Maße wie dieser hier. 1,5 Jahre alleine und ein weiteres Jahr mit Partner. Und es ist machbar, natürlich. Man kann auch in einem Caddy zu zweit leben, wenn man der Typ dazu ist. Eine Beziehung muss es aushalten können. Man lernt sich extrem gut kennen. Man hat keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Das liegt jetzt nicht unbedingt an der Größe des Vans. Das gleiche würde dir bei einem größeren Van passieren. Ob man in so einem kleinen Van reisen kann zu zweit, liegt viel eher daran, in welche Gegenden man reist. Wenn man viel in kalten Regionen unterwegs ist, dann wird es auf Dauer, ob jetzt alleine oder zu zweit, macht gar keinen Unterschied, wird es auf Dauer vielleicht schwierig. Wenn man viel in Sommergegenden unterwegs ist, dann ist es fast egal, wie groß der Van ist, weil man da drin sich fast nur befindet, um zu schlafen. Den Rest erledigt man draußen. Dafür fährt man ja los. Ich habe das Gefühl, viele Leute vergessen das. Die kaufen sich diese riesen Vans und bauen da die verrücktesten Sachen ein und vergessen, dass sie doch eigentlich mit dem Van rausfahren,
um in der Natur zu sein. Und dann sitzen sie mit ihrer Satellitenschüssel im Van, aber in Spanien, und schauen sich die Sendung an, die sie sich eigentlich auch zu Hause ansehen. Also gut, ich will das gar nicht verurteilen, jeder soll machen, was er will, aber die meisten wollen ja mit dem Van rausfahren, um die Natur zu genießen. Hier ging es ja vor allem um längere Zeit zu zweit. Ja, es ist möglich, in einem kleinen Van gar kein Problem, wenn man viel in Sommergegenden fahren will. Wer wirklich jetzt im Winter den Winter in Norwegen verbringt oder auch den Winter in den Alpen oder Deutschland, also in Gegenden, wo es wirklich unter, ich würde sagen, 15 Grad hat, und da mehrere Monate im kleinen Van leben oder überhaupt in einem Van leben, das wird zur Herausforderung. Alles andere sollte easy machbar sein. Die wenigsten Camper fahren mit dem Camper in kalte Regionen, weil das macht einfach keinen Spaß, weil du die ganze Zeit drinne hockst. Ja. Also nächste Frage kommt auch nochmal von Ricky. Habt ihr sonst noch Tipps bezüglich der ganzen Elektrik? In welchen Webseiten oder ähnlich findet man Infos oder wie kann man sich da am besten informieren? Ich arbeite schon seit mehreren Jahren mit K-Elektrik Hamburg. Damit habe ich jetzt alle drei Busse ausgestattet, denn sie haben ein Konzept, das einfachen Leuten, also oder allen Leuten es möglich macht, die Elektrik im Camper selbst anzuschließen. Bald kommt dazu ein Video raus, wie man quasi seine Camper-Elektrik selber anschließen kann. Und ich hoffe, dass ich das möglichst einfach darstellen kann. Und ansonsten könnt ihr natürlich euch immer bei den Jungs von K-Elektrik Hamburg melden. Die sind super nett und helfen euch gerne weiter. Ich bin total davon überzeugt, deswegen arbeite ich auch schon so lange mit denen zusammen. Das haben wir hier auch verbaut. Und wer sich gar nicht mit Elektrik auskennt, ich würde nicht empfehlen, das selber zu machen. Macht's nicht selber, Leute. Da kann einfach zu viel schief gehen. Die nächste Frage kommt von Manuel und er fragt, warum habt ihr die Sitzbank nicht gegen einen Einzelsitz getauscht? Ganz einfach. Ja. Mehr Sitzmöglichkeiten. Und viele Leute, die so einen kleinen Camper haben, nutzen das halt auch als Alltagsauto und man will halt doch mal noch eine Person mehr mitnehmen. Und ja, und wir hatten halt den Doppelsitz, warum sollten wir das extra austauschen? Also. Genau, man sieht das hier jetzt auch. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5, 6. Also man kann hier ganz gut zu 6 drin sitzen. Also die nächste Frage ist von Katrin. Habt ihr eine Standheizung und wenn ja, welche? Wir haben eine Dieselstandheizung verbaut. Und welche genau, beziehungsweise alles, was wir in diesem Van verbaut haben, findet ihr in einem Artikel auf meiner Webseite. Der ist selbstverständlich unter dem Video verlinkt. Und dort sind wirklich alle Produkte einmal aufgelistet. Falls was fehlt, schreibt mir gerne, dann ergänze ich das noch. Und da findet ihr alle Infos. Auf meiner Webseite findet ihr auch alle Infos zu dem T5 und zu dem Fiat Ducato. Also die nächste Frage ist von Nero. Nero hier. Was kostet durchschnittlich das Verlegen der Elektrik? Das ist eine gute Frage. Das kann man, finde ich, ziemlich schwer sagen, weil das absolut abhängig ist, was für einen Bus man hat und vor allen Dingen, was man alles haben will. Wie viel Verbraucher, was für Batterien, hast du Solar? Hast du nur 12 Volt, willst du 230 Volt, willst du, ja, was weiß ich, alles Mögliche haben? Ja. Also, da gibt's keine pauschale Antwort drauf. Also, die nächste Frage kommt von Hanna. Für welchen Teil des Ausbaus, der Planung, sollte man am meisten Zeit einplanen? Gute Frage. Eigentlich für alles. Ja. Also, oder? Man muss für alles immer mehr Zeit einplanen. Man sollte sich nicht überschätzen. Es dauert einfach immer alles länger, als man vorher gedacht hat. Also wenn wir hier teilweise gedacht haben, schnell mal Kleinigkeiten machen, zack, war eine Stunde weg. Also das zieht sich echt mega in die Länge alles. Ich weiß noch den einen Abend, als wir die Standheizung eingebaut haben und es war immer so, ja, noch ein kleines bisschen, nur noch das anschrauben und das habe ich das erste Mal um 6 Uhr abends gesagt und ich glaube, nachts um 11:30 bin ich immer noch unter dem Auto gelegen und habe die letzte Schraube dann wahrscheinlich irgendwann angeschraubt. Aber so ist es wirklich immer und das Ding ist, was man auch nicht bedenkt oder was man denkt, man plant jetzt alles, man bestellt alles, aber das funktioniert nicht. Also wir haben gesagt am Anfang, wir machen das Ding in 30 Tagen, weil ich weiß ja, was man alles braucht und wir haben auch so viel bestellt, aber dann fehlt noch dies, dann fehlt noch ein Schlauch, dann fehlt noch hier ein Haken, dann brauchst du noch hier was anderes und dies und das und einige Sachen, die kann man auch gar nicht vorplanen, weil das ein Busausbau ist und wir keine professionellen Handwerker, die das tagtäglich machen, sondern wir machen das zum ersten Mal. Und manchmal muss man die Dinge erstmal sehen, bevor man weiß, welches Ausbauteil da dazu passt quasi. Und deswegen
es geht gar nicht zu 100% vorzuplanen, wenn man keine Vorerfahrung hat. Also unter Konstruktion sollte man sich auf jeden Fall Zeit für nehmen, weil uns ist auch aufgefallen, dass hier und da mal was, irgendwie eine Leiste zum Befestigen gefehlt hat. Also lieber da, mehr als weniger. Genau, dann mussten wir uns da wieder was einfallen lassen oder nochmal zurückbauen und noch eine Leiste ranschrauben, damit wir einen Punkt zum Befestigen haben. Also das ist schon ein ganz wichtiger Teil im Van-Ausbau, die Unterkonstruktion. Das zieht sich alles schon in die Länge, genauso mit den Möbeln. Möbelbau, ja. Also, ganz, oh, wie siehst du noch, oh, ja, Thema. Komm, noch ein, nur noch das hier schnell und hier fehlt noch ein Brettchen, ja, und nee. Wenn man es ja auch schön macht. Da fehlen noch vier Einlegeböden, dann hast du dich mal versägt, dann musst du den sägst du es nochmal, weil du halt einfach unzufrieden bist. Man sollte sich Zeit für die Elektrik nehmen. Ja. Also, wenn man sie selbst verlegen möchte, soll, das muss man ordentlich machen. Genauso die Standheizung, das muss man ordentlich machen. Weil das muss funktionieren am Ende. Ob man vielleicht bei dem einen Schranktürchen sich versägt hat und da eine größere Fuge hat, das ist eine Sache, aber die Elektrik, die muss funktionieren und das muss sicher sein. Man sollte sich Zeit nehmen, einen Grundriss zu planen, also der einfach gut passt, der schön aussieht, der irgendwie funktioniert. Aber je nachdem, wie begabt man ist, dann eher in die Praxis gehen und Schritt für Schritt einfach bauen und währenddessen immer wieder mit der Planung abchecken. Ja, der eigentliche Plan entsteht eigentlich beim Bauen. Ja. Wir haben echt ziemlich oft unsere Pläne geändert. Ja. Also nächste Frage ist von Mike. Er fragt, mich würde interessieren, welche Temperatur oder welche Verarbeitungstemperatur der Korkkleber hat. Das ist auch eine der Nachteile im Winter, wenn ihr genau diesen Kork verwenden wollt. Oder überhaupt Kork mit Kleber arbeiten. Allgemein mit Kleber arbeiten wollt. Wir haben nicht so viel geklebt hier, was eigentlich echt, was wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert hätte anders. Nein, was das zu kalt war. Ja, also die, es sind glaube ich 15 Grad, ist glaube ich die Temperatur, die Idealtemperatur, die vom Hersteller vorgeschlagen wird. Ich glaube in unserem zweiten Video sieht man glaube ich ganz, Video Woche 2 sieht man glaube ich ganz gut, wie wir das hier gemacht haben. Und da haben wir auch nicht ziemlich rumgejammert wegen der Kälte. Und da habe ich auch ein bisschen mehr zum Kleber erzählt. Genau. Also Alina fragt als nächstes, habt ihr als Rückwand für Schränke oder so nur den Jutestoff? Ja. Ja. Allein genau. Aus dem Grund, weil das mehr oder weniger schwachsinnig wäre, da eine feste Rückwand zu machen. Und eben auch, damit die Dämmung weiterhin auch in den Schränken und, was ihr jetzt nicht sehen könnt, vielleicht das Küchenregal, dass da die Dämmung auch atmen kann. Eine Rückwand aus Holz wäre halt einfach nochmal Gewicht und man versucht beim Camper-Ausbau ja immer ein bisschen auf Gewicht zu achten, denn je schwerer das Fahrzeug ist, desto schwerer fährt es sich, desto mehr Verbrauch, höher ist der Verbrauch und. Also nächste Frage ist von Leni und sie fragt, Isolierung, womit werden die Holminnenseiten isoliert oder bearbeitet? Da haben wir auch Jutewolle reingestopft. Sieht man auch im Video. Also Paolo fragt, was würdet ihr im Nachhinein anders machen? Nicht im Winter ausbauen. Und vielleicht ein bisschen weniger Zeit. Im Nachhinein anders machen haben wir doch schon gehabt. Ja, weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher. Uns weniger Zeitdruck machen, auf jeden Fall. Nicht irgendwie versuchen, sich einen festen Termin zu suchen, weil, also wenn man es irgendwie umgehen kann, nehmt euch so viel Zeit, wie nötig ist, weil es zieht sich. Ja, nicht nur weniger Zeitdruck machen, sondern eben auch mehr Zeit einplanen. Plant mehr Zeit ein, als ihr denkt. Die Tage waren teilweise sehr lang. Früh angefangen, spät Feierabend, also eigentlich nur noch nach Hause duschen, kurz was essen, ins Bett und dann morgens wieder anfangen. Was würde ich anders machen beim nächsten Mal ist, also ich meine, mein nächstes Mal steht schon vor der Haustür. Mein nächstes Mal ist bei Ida schon gekauft. Was? Und ich würde mir beim nächsten Mal mehr Ruhepausen einplanen, beziehungsweise bei mir sind es ja auch noch Videopausen. Genau, also das war ja auch mal irgendwie Thema oder ein Kommentar, dass Vicky gar nicht so viel arbeitet oder wir immer nur gesehen werden. Also das kann ich so nicht unterschreiben. Ich würde fast behaupten, dass Vicky noch mehr gearbeitet hat als Peter und ich. Vicky war beim Ausbau dabei. Vicky hat Filme geschnitten. Vicky hat sowieso erstmal alles gefilmt. Dann E-Mails beantwortet. Was hast du alles? Instagram? Also wenn die Frisur nicht so scheiße aussehen würde, würde ich jetzt den Hut abnehmen. Danke. Also nächste Frage ist von Julia. Was war das Anspruchsvollste beim Ausbau? Für mich ist es immer die Standheizung, weil ich finde das immer so eklig, unterm Auto da rumzudengeln und so. Das finde ich einfach eklig. Und deswegen ist es für mich so die nicht anspruchsvollste vielleicht, aber so die ekligste Aufgabe. Also ich glaube, dass bei dem Projekt
war das Anspruchsvollste nicht nur die Arbeit, sondern auch so das Zwischenmenschliche zwischen uns beiden, dass wir, weil wir beiden vorher noch nie zusammen, wir kennen uns zwar schon recht lange, aber wir haben noch nie zusammen großartig an einem Projekt gearbeitet, und bis man sich da mal aufeinander eingegroovt hat, das dauert auch ein bisschen. Und wir haben, glaube ich, beide gefällt zu allem eine Meinung auch immer. Und ja, das war so ein Ding. Ja. Ja, sowas hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaube, das Zwischenmenschliche ist auch schon ein Ding. Also wenn man es mit mehreren Leuten macht. Man lernt sich kennen. Das Anspruchsvollste an so einem Projekt ist tatsächlich, die Nerven zu behalten, glaube ich. Ja. Weil es gibt viele Sachen, die nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Ja, das ist einfach echt nicht jeden Tag rosig. Und das ist es halt so ein bisschen, wenn man sich diese ganzen Ausbauvideos anschaut, dann sieht es total toll aus, da läuft tolle Musik, das geht ganz schnell, das geht nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten und da ist gute Laune. Ja, so ein Video soll dich ja auch entertainen irgendwie, ne? Das soll ja irgendwie dich unterhalten und das soll ja ein schönes Gefühl hinterlassen und es ist ja auch ein schönes Projekt. Aber vergiss nicht, dass diese 15 Minuten eigentlich eine ganze Woche gedauert haben, manchmal 15-Stunden-Tage waren und es war total kalt, was man auch nicht merkt, wenn man zu Hause ein Video anschaut. Also ich glaube, der Busausbau, das wird ein bisschen verromantisiert. Ja, wir haben uns auch angeschrien, wir haben uns angeschwiegen, wir haben 2 Tage mal nichts gemacht, weil wir uns einfach mal 2 Tage nicht mehr sehen konnten. Also das kostet ziemlich viel Nerven, so ein Projekt. Auch wenn man sich dann jetzt selbst irgendwie, wenn man sich versteht, kostet es Nerven. Ja, weil natürlich. Weil es manchmal einfach irgendwas nicht klappt und man schon wieder eine neue Lösung finden muss oder man sich irgendwas, einen Fehler gemacht hat und sich dann über sich selber ärgert. Also Nerven, ja. Stimmt, ja, ihr habt recht. Nerven, definitiv. Das Anspruchsvollste sind tatsächlich die Nerven. Das ist immer alles so ein bisschen heikel. Aber unterm Strich klappte das eigentlich ganz gut mit uns. Also ich kann... Wir mussten aber beide lachen, nicht nur ich. Nächste Frage ist von Lucy. Habt ihr Tipps für Locations zum Van-Ausbau, wenn man keinen Stellplatz hat oder so? Was ist denn eine Halle, Garage von Freunden, irgendwie sowas? Im Sommer vielleicht auch ein Carport, im Winter, ja. Momentan schwierig, alles irgendwie eine Halle zu finden. Im Idealfall beheizte Halle zu der aktuellen Jahreszeit. Leider haben wir keine Tipps, sonst hätten wir es selbst besser umgesetzt, aber es ist Mangelware. Noch eine Frage von Yusi. Welche Werkzeuge werden benötigt oder welche Werkzeuge könnt ihr empfehlen? Ein guter Akkuschrauber. Klein und groß. Besorgt euch eine Handkreissäge mit einer Führungsschiene. Stichsäge, Schleifmaschine. Holzbohrer, Metallbohrer. Viel mehr Schrauben, als ihr denkt. Eine mittelmäßig gut ausgestattete Werkzeugkiste sollte man auch dabei haben. Also eine Kartuschenpistole. Also das ist einer der oft gestelltesten Fragen, mit wie viel Kosten... Der oft gestelltesten Fragen. Also eine der häufig gestelltesten Fragen ist, mit welchen Kosten muss man... Also am häufigsten... Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, wie hoch sind die Kosten für den Ausbau und die Anschaffung des Vans? Das ist fast unmöglich zu beantworten. Ja, es ist so unterschiedlich. Ich kenne Leute, die haben tatsächlich einen richtig schönen Van sich gebaut für 5.000 Euro vielleicht, inklusive Van. Dann kenne ich Leute, die haben 30.000 Euro nur für den reinen Ausbau ausgegeben. Da war das Fahrzeug noch gar nicht enthalten. Wir haben uns entschlossen, über die Kosten in diesem Van nicht zu sprechen. Wir werden den Van ja nachher verkaufen und wir wollen einfach keine unnötigen Diskussionen führen. Ich habe mich entschieden, weil das Kostenthema einfach so wichtig ist, ein Video zu drehen, wie man Kosten sparen kann. Weil zu beantworten, so viel kostet ein Busausbau, das ist total unmöglich. Und es ist auch, macht auch gar keinen Sinn, dass du dich nach meinen Kosten orientierst. Weil vielleicht hast du ganz andere Ansprüche als ich. Und deswegen ist es halt so ein Ding, es kommt total darauf an, wie hoch ist dein Budget. Erstens. Zweitens, wie möchtest du den Van nutzen? Was für einen Van holst du dir als Basis? Was für Ressourcen hast du zu Hause? Musst du dir noch Werkzeug anschaffen? Ja. Man kann wirklich von 5.000, sogar 3.000 Euro sich einen Van ausbauen und damit durch die Gegend reisen. Aber man kann es natürlich auch, wenn man ein größeres Budget hat und dementsprechend auch größere Ansprüche, kann man das auch bis ins Unendliche wahrscheinlich hochziehen. Also nach oben hin sind wie immer keine Grenzen. Das ist tatsächlich so. Und deswegen, weil das so ein breites Feld ist, ist es so schwierig, das zu beantworten. Und
ich werde auf jeden Fall eben dieses Video machen, wie man Geld sparen kann, weil die meisten haben eben kein nach oben hin offenes Budget, sondern die meisten möchten es gering halten. Und ich werde auf jeden Fall meine Tipps teilen, wie man beim Busausbau sparen kann. Das waren jetzt eure gestellten Fragen zum Busausbau von Cinnamon. Ich hoffe, ihr habt eure Antworten bekommen. Falls es doch noch Fragen gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wollte auch unbedingt noch erwähnen, dass dieses Video gesponsert ist von mir, von meinem Shop. Denn ich und Peter, wir tragen Pullover aus dem Shop. Kannst du mal bitte das ein bisschen stolzer präsentieren? Der Van-Ausbau ist jetzt fertig. Cinnamon ist hoffentlich schon verkauft, wenn dieses Video hier online geht. Und als nächstes geht es dann mit Stracciatella weiter. Und mal schauen, ob man euch da auch noch sieht. Und Leute, wie immer, denkt dran, Support ist kein Mord. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt vielleicht auch was in die drunter Kommis. Ihr supportet uns, ihr supportet mich. Makita, denkt dran, sponsor mich. Mich natürlich auch. Dennis auch. Alter, wenn du mir noch einmal im Ohr rufst, kriegst du wirklich eine Schelle, ne? Oh Mann, jetzt hör mal auf, das...